Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, in der letzten Folge haben wir ja wichtige Informationen bekommen von der GED und Darkor. Und zwar möchte Darkor Hermann haben. Ja, und die GED hat sich bereit erklärt, also Frau Drake hat sich bereit erklärt, Hermann dem Darkor zu übergeben. Und ja, er soll zum Morlandstrand gebracht werden. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir mit der Info anfangen und wie wir ihn da rausholen können aus seiner Gefangenschaft. Dauert ja jetzt schon viel zu lange. Die GED arbeitet mit Darkor zusammen. Frau Drake muss wirklich verzweifelt sein, wenn sie die Gewinne mit ihrem größten Feind teilt. Ich habe fast Mitleid mit ihr. Na, ich glaube, das können wir uns sparen. Die Zukunft der Operation Sommerregen ist ungewiss. Aber wenn es einen Silberstreif am Horizont dieser düsteren Entwicklung gibt, dann ist es die Tatsache, dass der Code Schneeblume lebt und wohlauf ist. Für den Moment. Wir müssen schnell handeln. Wir wissen, dass die GED deinen Freund Hermann den Agenten von Darkor am Morlandstrand ausliefern wird. Das heißt also vom Regen in die Traufe. In der Tat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Rettungsaktion starten. Und diesmal werden wir Erfolg haben. Alle Straßen zwischen Epona und Silverglade führen über die Brücke am Wolfhell Inn. Das ist das perfekte Nadelöhr. Wir müssen nur eine Möglichkeit finden, den GED-Transporter zu stoppen, bevor er die Brücke überqueren kann. Klingt nach einem Job für Silencia Tranquila, Meisterin der Tarnung. Lucy, wir treffen uns in New Hillcrest. Ich habe einen Freund, der uns bei der Ablenkung helfen kann. Okay. Na, das hört sich doch gut an. Da haben wir schon mal einen Plan. Jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Hilfe von jemandem in New Hillcrest. Wer das? Ja, wer kann das denn sein? Bestimmt irgendeine neue Person, oder? Ich glaube. Wie hieß denn die Dame, die wir getroffen haben, die uns dann mit Frau X bekannt gemacht hat. Steht auch da auch bei Jamie. Irgendwas mit Blume. Irgendwas mit einer Blume, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Aber ich weiß nicht, ob sie uns helfen kann. Ja gut, wir werden es sehen. Und wir können ja mal auf die Karte spicken. Das könnte sogar hinkommen, oder? Ist doch da bei den Verkaufsständen, bei den Pferden angezeigt. Dann können wir hier, ja super, hängen geblieben. Können wir hier ein bisschen abkürzen. Ja, wenn man dann aber am Baum hängen bleibt, hilft einem das auch nicht weiter. Oh Gott, du Armer. Ja, waren wir ein bisschen zu schnell unterwegs. Dann werden wir ja gleich nochmal den Grafikfehler sehen, wenn wir nach New Hillcrest reinkommen. Ich glaube, den haben sie noch nicht behoben. Oder zumindest war es das letzte Mal noch nicht behoben. Nee, da ist es. Nee, aber sie ist doch. Steht doch hier. Nee, sie ist es nicht. Aber wir können mal gucken, wie hieß sie denn? Sunshine Joy Tree. Keine Ahnung, ich hoffe, das ist eine Blume. Sunshine Joy Tree? Nee. Nee, nee. So. Ja. Ihr Ernst? Gut, du hast es geschafft. Du wurdest doch nicht verfolgt, oder? Denk dran, wir wissen nicht, wem wir vertrauen können. Ja, aber ihm bestimmt nicht. Sieht aus wie ein GED-Mitarbeiter. Okay, ich muss vom Pferd steigen. Mein Freund ist gleich da drüben. Wir machen in Jalheim zusammen mit Thalia im Pro-Theater. Im Übrigen ist dieser Typ wirklich cool und würde sich normalerweise nie mit dir abgeben. Tu, was ich tue und versuche, mich nicht in Verlegenheit zu bringen. Hallo William, was machst du so? Doch bestimmt etwas Wichtiges. Mein Vater heißt William. Bitte, Silencia, nenn mich Billy Bulldozer. Tut mir leid, Billy Bulldozer. Keine Ursache. Nun, wie kann ich dir helfen? Du hast geschrieben, es sei sehr wichtig. Ich muss mir eine deiner Bauarbeiteruniform ausleihen für ein Stück, das ich aufführen will. Eine meiner Uniformen für ein Theaterstück? Ziemlich verdächtig. Dass du mich nicht einlädst, bei dir mitzumachen. Es ist eine Art experimentelle Rolle, Performancekunst, wenn du so willst. Sehr kleines Publikum, nicht wichtig genug für ein Talent wie dich.
Unsinn, ich bin Bully Bulldozer. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Aber ich kann verstehen, wenn du das Scheinwerferlicht nicht teilen willst. Eine Ein-Frau-Show. Talia wäre stolz. Natürlich kannst du dir eine Uniform leihen. Und gibt es sonst noch etwas, das du für deine Show brauchst? Ein paar Requisiten vielleicht? Wir könnten in der Tat einige Straßensperren gebrauchen, falls du etwas entbehren kannst, Billy Bulldozer. Natürlich, liebe Silenzia. Stern des Theaters. Was meins ist, ist auch deins. Wir haben gerade einen Bauauftrag hier in New Hillcrest beendet. Nimm dir, was du brauchst. Okay. Was habe ich dir gesagt? Ist mein Freund nicht einfach obercool? Ich weiß nicht, ich traue ihm immer noch nicht. Kannst du mir bei der Bauarbeiteruniform helfen? Ich weiß nicht, welches Ende wohin gehört. Oh je. So. Zieh mir das mal an. Danke für die Hilfe. Die Verkleidung ist komplett. Billy Bulldozer hat gesagt, wir können uns die Straßensperren ausleihen, die hier in der Stadt aufgestellt sind. Sammle ein paar ein und komm wieder hierher zurück. Ich würde dir ja helfen, sie einzusammeln, aber ich kann mich in diesem Outfit kaum bewegen. Na gut. So, Großer. Dann müssen wir uns jetzt auf die Suche machen nach Straßensperren, die hier überall verteilt sein sollen. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal hier drüben ins Wohngebiet. Sieht so orange aus, aber ich sehe nichts. Ach. Das Auto? Nee, das hat als Straßensperre nicht funktionieren. Ja, ich wollte gerade sagen, können ja schlecht hier ein Auto entführen. Da soll noch irgendwas sein. Hier drüben. Na, das sieht doch schon besser aus. Das sieht doch. Genau, du hast eine Straßensperre, eine von zweien. Dann gibt es hier hinten noch was. Aha, das sieht doch auch gut aus. Perfekt. Na, das war ja gar nicht so schwer. So, die hier sollten den Zweck erfüllen. Wir haben alles, was wir für die Ablenkung brauchen. Jetzt müssen wir schnell zur Brücke, bevor der GD-Transporter ankommt. Triff mich so bald wie möglich im Wolfell Inn. Okay. Na dann, auf zum Wolfell Inn. Mal sehen, ob es wieder so Probleme auf dem Weg gibt. Ich hoffe nicht. Aber es gibt offenbar ja jemanden, dem man nicht vertrauen kann. Bei unserer Truppe hier mit Frau X. Hier gibt es auch so ein Grab. Ist das normal hier in Epona? Ist mir noch nie aufgefallen, dass das so schlimm ist. Na, wir kürzen jetzt hier einfach mal gerade rüber ab. Kann das vielleicht sein, dass der. Wie hieß er, Billy Bulldozer, sich harmloser gibt, als er ist? Können wir eventuell gleich mit einer bösen Überraschung rechnen? Möglich. Was? Oh Gott. Was? Ja, ist das nicht? Ich glaube, das ist sogar die Stelle, an der ich letztes Mal auch das Problem hatte. Nur in die andere Richtung hin. Ich verstehe es nicht. Was ist denn hier? Ja, wie? Also da ist definitiv irgendwas im Weg, was ich nicht sehe. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und es hört sich nach so einem Auto, oder ist das dieser, wir haben doch auch dieses gelbe Baustellenfahrzeug, das da vom Northlink die Straße runter nach Silverglade immer hoch und runter fährt. Der hupt doch auch so komisch. Entweder der oder so ein lilanes Auto, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Oder ist da jetzt eventuell das Auto, das Hermann gleich vorbeibringt? Schon. Huch. Ja, sind auf einmal die Straßenschilder. Du hast es gerade noch rechtzeitig geschafft. Der GD-Transporter ist unterwegs.
Okay, jetzt müssen wir vom Pferdchen absteigen. Die abgebauten Straßensperren sind gleich hier drüben. Beeil dich und stell sie vor der Brücke auf. Ich würde dir ja helfen, aber ich muss mich in meine Rolle hineinversetzen, bevor der Transporter ankommt. Okay. Sind aber mehr, als wir eingesammelt haben, oder? Wir haben gleich mehrere genommen. So. Brücke ist dicht. Es ist nicht schön, aber es muss genügen. Ja, schön sind solche Absperrungen nie. Der Transporter nähert sich. Das ist unsere einzige Chance, deinen Freund Hermann zu retten, bevor sie ihn an Darkor übergeben. Also vermassel es nicht. Okay, es wird Zeit, der Welt meine neueste Rolle vorzustellen. Hier kommt Sally Steamroller. Versteck dich, sie kommen. Ja, aber wir nehmen nur auf Star mit. Jetzt wird der Arme hier rüberfahren. Okay, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Oh Gott. Okay, der ist schon mal nicht aus der Richtung gekommen, wo wir eben das Problem hatten. Halt, die Brücke ist wegen Notreparaturen gesperrt. Was ist denn kaputt? Ich bin erst heute Morgen darüber gefahren. Mikrofrakturen, Sie müssen hier warten, bis der Kleber ausgehärtet ist. Kleber? Was machst du? Wer bist du? Bist du überhaupt alt genug, um hier zu arbeiten? Ich bin Sally Steamroller und werde Ihre Respektlosigkeit nicht tolerieren. Okay, meine Güte, ich brauche sowieso eine Donutpause. Jetzt, schnell, jetzt hast du die Chance, Code Schneeblume zu befreien. Oh Gott. Ja, auf zum Auto. Sehr unauffällig. Autotür öffnen. Die haben sie natürlich auch nicht zugeschlossen. Hey, was ist da hinten los? Hermann da. Sally Steamroller sagt, schenk dem Mädchen hinter dem Transporter keine Beachtung. Sofort stehen bleiben. Oh oh, Hermann, wir müssen weg. Lucy, du ahnst nicht, wie glücklich ich bin, dich wiederzusehen. Ich würde lieber für den Rest meiner Tage Stelle ausmisten, als wieder in diesen Transporter zu steigen. Komm schon, lass uns hier verschwinden. Das hört sich sehr gut an. Oh, das wird ein Rennen werden. Das gibt Erfahrungspunkte für unser Pferd. Ja. Er ist schon ausgelevelt, aber egal. Los geht's. Wir sind doch noch nicht in Sicherheit. Reite weiter. Okay, von hinten... Oh. Von hinten kam nichts, aber wenn es so weitergeht, müssen wir gleich neu anfangen. Die Zeit ist wieder knapp bemessen. Ich sollte nicht nach hinten gucken. Jep, da kommen sie. Vorsicht. Oho, oho. Wir sollen hier runter. Okay. Kommen noch mehr. Hat er den Baum gefällt? Gibt's nicht. Ja, hier, genau. Sowas muss er. Dann hat das bestimmt mit dem Rennen hier zu tun. Oh Gott. Oh Gott. Reite schneller. Ja, noch schneller geht nicht. Ah, hier, der hier. Der hat uns bestimmt die Probleme gemacht. Oh je. Boah, die gucken. Links halten. Hat aber noch geklappt. Okay. Rechts. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Also gut, das Rennen ist vielleicht verwirrend. Wir werden sie los. Okay. Also das war ja eben einmal hier rum, da hätte ich schon gedacht, dass ich irgendwas treffe. Schade. Okay, Rennen beendet. Ja, dann gibt es da wohl wahrscheinlich mit diesem einen Gerät ein Problemchen. Dass wir da eben stehen geblieben sind. Oh, Sunshine ist auch da. Juhu, wir haben sie abgehängt. Ich habe zu meiner Zeit viele talentierte Reiter gesehen. Und ich glaube, Lucy, du könntest sie... leicht schlagen. Du musst wirklich Aldins Gunst genießen. Naja, ich glaube, das war jetzt eben nicht so die beste Reitleistung, aber wir haben es geschafft. Ach ja, wenn die Feier wohl was möchte. So, es geht jetzt weiter. Lucy Silencia, und das muss Hermann sein. Ich bin so erleichtert, dass ihr alle wohlbehalten zurückgekehrt seid. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Oh ne, es gibt ein Item. Bauarbeiterhelm. Naja. Das heißt wohl, dass wir hier gleich am Ende sind, wa? Ich schätze, ich habe euch meine Rettung zu verdanken. Man nennt uns Chill. Und wir sind Ninjas im Dienste der sozialen Gerechtigkeit. Wir werden das System hacken und das Böse zu Fall bringen. Wir werden die Bäume retten und die Dinge in Ordnung bringen. Ich kämpfe für den Schutz der Erde. Das kann ich nur unterstützen. Der Erde und aller Welten, die Schutz brauchen. Ich freue mich, euch
endlich persönlich kennenzulernen. Ich nehme an, dass ihr meine Nachricht von Lucy erhalten habt. Haben wir. Aber es sind neue Informationen aufgetaucht. Dinge, bei denen ich mich frage, ob mehr in dir steckt, als man auf den ersten Blick sieht, Hermann. Du bist mehr als nur ein Umweltschützer mit einem Faible für Pferde. Warum sonst sollte sich Darko für dich interessieren? Ja, das ist jetzt natürlich auch die große Frage. Warum interessiert sich Darko für ihn? Jetzt warte mal, Darko. Dorthin wollten mich diese Typen verschleppen? Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Ich muss weg. Ich muss mit meinen eigenen Leuten reden. Tut mir leid, aber ich muss sofort los. Was für eigene Leute? Sehr gut, ich vertraue dir und hoffe, dass du auch mir vertraust. Geh und rede mit deinen Leuten. Vielleicht könntest du mich sogar deinen Freunden vorstellen. Wenn sich GED und Darko zusammentun, brauchen wir alle Verbündeten, die wir bekommen können. Vielen Dank, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe das Gefühl, dass mein Boss bald mit dir reden will. Es ist gefährlich, alleine zu reisen. Ich schicke dir jemanden mit. Wo ist Jupiter Please Bloom? Er hat uns im Stich gelassen, Frau X. Er sagte, er würde uns bei Jamie Olivenbaum zum Siegessmoothie treffen. Hä? Echt jetzt? Ja, ob er vielleicht ein Verräter sein könnte, man weiß nicht. Man will ja niemandem was unterstellen, aber... Smoothies? Oh, du bringst mir einen zum Observatorium, ja. Du weißt, wie ich sie mag. Mit Ananas und Acai-Pulver oder Acai-Pulver oder so. Aber zurück zum aktuellen Problem, Syntax. Ich möchte, dass du unseren neuen Freund begleitest. Geht klar, Frau X. Ich hoffe nur, dass wir erfahren können. Sie wissen, was ich vom Reiten halte. Dass wir fahren können. Syntax, nicht wahr? Wo wir hinwollen, gewöhnst du dich besser an Sattel. Komm mit, Junge. Oh, ist das auch ein nordschwedisches Kaltblut? Ist das nicht ja das aus Fort Pinter gewesen? Kam der her? Wieso ist er so schnell weg? Die Feinde verbünden sich, aber es scheint, dass neue Freunde auftauchen. Und die Dunkelheit zu trotzen. Ich glaube, wir haben spannende Zeiten vor uns, Lucy. Für mich sieht das sehr nach dem Ende aus wieder. Oh nein. Meine Agenten bei Chill werden die Situation auf der Hillcrest-Ausgrabungsstätte weiter beobachten. Wir werden uns sicher bald melden. Tja, Wiedersehen mit Schneeblume. Ja. Jetzt schauen wir mal. Nee, das ist der Pferdemarkt. Ja, das war's dann schon wieder. Das ist doch echt schade. Das ging mir jetzt zu schnell. Wir haben Bauarbeiter hinbekommen, ohne Werte, für 100 Schillinge zum Verkaufen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schildkrötenpanzer, aber wie man es sich eventuell mal vorstellen kann. Ja, okay, ist jetzt aber nichts, was ich gerne tragen möchte. Das ist ja schade. Das war sehr wenig Quest, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist super, dass wir Hermann befreit haben, aber ich hätte gerne wieder mehr zu tun. Naja, aufs nächste Update hoffen. Na gut, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.